Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Jetzt bin ich hier vor der Kamera für euch. Ich mache jetzt mit euch das Pendant zu dem, zu dem frittierten Hühnchen. Yeah. Machen wir uns ein paar Buffalo Brokkoli Wings. Geil, die haben wir schon auf der Arbeit gemacht irgendwie, ne? Mit Blumenkohl? Ja, mit Blumenkohl. Aber da hatten wir auch ein leicht anderes Rezept. Heute probieren wir mal ein anderes aus. Guck mal, ach stimmt, wie ja, heute ist ja Schweinkram, wir frittieren ja, ne? Heute wird frittiert. Yeah. Genau. Auf der Arbeit war da, glaube ich, gebacken. Richtig, genau, ja. Genau. Und da gibt es halt den Brokkoli mit einer, frittiert natürlich, mit einer schönen Buffalo Soße. Buffalo Soße. Erzähl uns was zum Thema Buffalo Soße. Was ist da? Was machen die da rein? Was macht das so besonders? Ja, was macht das so besonders? Die Amis, die sind ja sehr, die haben ja ihre Hot Sauce, ne? Wie sie es nennen, scharfe Soße. Franks und so. Ja, Franks Hot Sauce ist wohl, glaube ich, so der Marktführer da, ne? Der Heinz unter den Ketchups. Okay. Sag ich mal. Und genau, das ist einfach, da kommt diese Hot Sauce, die wird dann einfach gemischt mit ein bisschen Butter, Essig. Butter? Ja, Butter. Bisschen Butter. Knoblauchpulver und wir nehmen noch ein bisschen Zwiebelpulver, ein bisschen weißen Essig und wir nehmen ein bisschen von unserem Sellerie-Pickelfond. Ah, okay, cool. Genau. Ja, fangen wir einfach mal mit der Hot Sauce an. Ja. So, dann machen wir mal den Herd an. So, dann machen wir auf volle Pulle. Jetzt haben wir hier 60 Gramm Hot Sauce. Dazu geben wir unsere 50 Gramm Butter. Ja, wieder Butter. Butter. Können wir noch Margarine nehmen? Unbedingt. Okay, ihr könnt auch Margarine nehmen. Könnt ihr auch machen. Das erinnert mich so ein bisschen an Piri-Piri-Soße von den Portugiesen. Die machen irgendwie auch scharfe Soße, Butter, Essig, Zucker und schmieren nachher ihre gegrillten Hühner ein. Ist das nicht bei denen paprikalastiger? Ich weiß nicht, ob die da. Ja, vielleicht machen die da ein bisschen. Aber die Hot Sauce von denen ist vielleicht paprikalastig. Ja. Mein Kollege hat das mal gemacht, der den Sherry gebracht hat, den Portwein. So. So. Granulierter Knoblauch und granulierte Zwiebeln. Genau, nehmen wir auch dazu. Dann nehmen wir einen schönen Esslöffel von der berühmt-berüchtigten Worcestersoße. Worcester, Worcestershire, keine Ahnung. Also okay, damit ihr wisst, wovon wir hier immer reden. Ne? Oh, guck mal, da drüben ist schon am Splatter. Ne? Ja, das wird's. So soll es sein. So soll es sein. Ja. Es splattert. Also, fangt ein bisschen kleiner an, wenn die Flüssigkeit so dick ist, dann spritzt es auf den Herd. Genau. Musst du alles wieder sauber machen. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Pickelfond. Pickelfond. Köstlichen Sellerie-Pickelfond dazu. Ja, der Pickelfond hat ja auch den Tomatensud da zum Lachs total lecker gemacht. Ist nicht schlimm, wenn da ein Senfkörnchen mit reinkommt, die könnt ihr essen. Eben, genau. Weil es geil ist, ich mache einen zweiten. Richtig. Also, ne, lest euch unsere Rezepte durch und fragt euch, wieso machen wir das nicht genauso im Video, weil wir gerade Bock haben, das ein bisschen anders zu machen. So, dann noch einen Schluck weißen Essig. Mhm. Auch so einen Esslöffel. Esslöffel. So, und das lassen wir jetzt schön verrühren. Schmelzen, die Butter. Wir sehen, wir haben jetzt hier schon eine homogene Masse. Ja, und dann lassen wir. Oh ja. Oh. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, warum nicht so viele Gewürze in dem Ausbackteig drin sind. Also ich finde die jetzt ein bisschen heftig. Ja. Ich mache jetzt noch ein bisschen von dem Sellerie-Pickel voran. Ja, lass mal eine Minute kochen, dann kommt das vielleicht ein bisschen zusammen und ist ein bisschen. Die Butter ist auch noch nicht geschmolzen. Ja. Aber ja, doch. Das wird schon. Das wird gut. Das wird gut, sagt er. So, so. Unser Brokkoli. Chris? Für unseren Brokkoli. Chris? Ja? Muss ich mir Sorgen machen hier wegen dem Schnaps? Weil wir hier morgens schon Schnaps in der Kamera stehen haben? Nein, brauchst du nicht. Nein? Wir jetzt für unseren Brokkoli. Ach! Das ist Kochschnaps. Das ist Kochschnaps, okay. Ja. Keiner Schnaps. Nein, machen wir hier nicht. Arbeit. Nein. Nein, wir machen unsere Panade mit dem Wodka. Okay. Mit unserem Brokkoli. Dafür fangen wir einfach mal an.
Wir nehmen, haben hier Maisstärke. Maisstärke, Monamin. Monamin. Damit pudern wir den Brokkoli erstmal ein. Wir haben uns jetzt hier ein Sieb genommen, da haben wir den Brokkoli reingelegt. Und darunter noch eine Schüssel, weil wir uns da drin dann direkt die Panade anrühren können. Und die restliche Stärke, die nicht an dem Brokkoli haften bleibt, die benutzen wir halt, um unseren Teig anzurühren. So. Ganz schön smart, ja? Nee, wir haben das Rezept gelesen irgendwie, was wir irgendwo gefunden haben. Wir haben uns gedacht, so, was soll denn das ja jetzt? Nehmen die eine Menge, da musst du ja mit panieren. Wie viel ist denn dann der Rest für den Teig? Und irgendwie macht das dann so am meisten Sinn. Genau. So, sehen, der Brokkoli hat jetzt überall schön Stärke. Genau. Schön Stärke. Nicely coated. So, so. Jetzt haben wir hier unsere Stärke. Jetzt Stärke. Haben wir hier Wodka. Wodka. Am besten eiskalt, nicht nur zum Trinken, auch für diesen Rezept. Eiskalten Wodka und Wasser gemischt. Genau. Jeweils eine... 115 Milliliter. Genau. So, das geben wir jetzt dazu. Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Panko. Panko. Das ist ein Paniermehl, ein japanisches. So ein bisschen grob gezupft. So, oder? Das geben wir auch noch mit dazu. Kann man ja auch geil Schnitzel mit panieren. Ein bisschen Backpulver. Backpulver. Geben wir auch noch mit dazu. Und Salz. Salz. Unsere Soße, die ist sehr heftig. Deswegen brauchen wir eigentlich... Also, ihr müsst euch das vorstellen, wir frittieren den Brokkoli gleich, dann wird er heiß, frisch frittiert, rausgenommen und dann ziehen wir den Eimer mit der Soße, wird er durch die Soße geschwenkt. Ja. Yeah. Dass überall, dass wir den knusprigen Brokkoli haben, aber trotzdem von Soße umhüllt ist. Genau. So. Er hat umhüllt gesagt. Ja, Freunde, wir rühren gerade den Teig an, gucken uns so gegenseitig an und denken, er ist doch ein bisschen dünn. Ja, wie viele Köche braucht man, um ein Rezept zu lesen? Anscheinend mehr als zwei. Wir haben das Mehl vergessen. Da kommt noch eine 120 Gramm Mehl mit dazu. Ja, zum Glück ist uns vorher aufgefallen. Ne? Ja. So, jetzt haben wir auch kriegen wir einen schönen festen. Ja, ich würde sagen, das. Jetzt sieht es so aus, wie es macht auch doch schon mal mehr Sinn, ja. So. Schön fein rühren. Teig hat eine schöne Konsistenz gekriegt. Backpulver ist drin, gibt ordentlich Trieb. Achso, was wir eben vergessen haben, aber das waren 115 Gramm Wodka und eigentlich sagt man, man soll 115 Gramm Sprudelwasser noch mit dazu nehmen. Und beides eiskalt. Und beides eiskalt. Umso kälter der Teig, umso größer die Differenz zwischen der Teigtemperatur und der Fetttemperatur, umso knuspriger wird das außen drumherum. Warum wir da Wodka reinmachen? Keine Angst, ihr werdet davon nicht besoffen. Nein. Der Alkohol, der verdampft einfach nur schneller. Also das heißt, es geht schneller mehr Flüssigkeit aus dem Teig raus. Und so wird er knuspriger. Genau. Könnt ihr euch noch an den Backfisch erinnern? Wir hatten Backfisch vor... Wann hatten wir einen Backfisch? Vor drei Wochen? Na, nee. Ach, drei Wochen sind wir schon hier. Ach, um Gottes Willen, ja. Also wir hatten mal so einen Backfisch, ne? Mit so einer ganz geilen, splittrigen Kruste außenrum. Und da war auch ganz viel Wodka drin. Genau. So. So. Dann schmeißen wir den Brokkoli in unseren Teig. Könnt ihr auch meine Hände nehmen. Wir haben hier unsere Fritteuse vorbereitet und dann lassen wir die jetzt heiß werden und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Brokkoli reinschmeißen. Das ist eine Fritteuse, Leute, ich sag's euch. Ja? Ja. Gusseiserner Bräter. Gleich Infos. Bye. Den Blumenkohl, sag ich schon, Brokkoli, den frittieren wir doch in dem Topf, nicht in dem Gusseisernen. Einfach aus dem Grund, weil der komplett frittiert werden muss und das Hühnchen nachher nur zu zwei Drittel bedeckt sein soll. Aber da erzählt der Toni euch gleich mehr zu. So, wir haben jetzt hier unseren Brokkoli in unseren Teig gegeben. Das Fett ist heiß. Jetzt schmeißen wir den in die Fritteuse rein. Aufpassen. Genau. Immer vom Körper weg. In die Richtung des Fotografen. Oh, Kameramanns. Aber egal, gibt Gefahrenzulage hier. Alles gut. Genau. So, und das lassen wir jetzt so 7 also, Minuten. Ja, und das ist ordentlich heiß. Genau. Nee, ich weiß nicht genau, was das für eine Temperatur ist, aber das wird irgendwie sicherlich 185 Grad haben oder sowas. Muss das auch, muss schnell gehen. Ja, wir wollen, dass sich schnell eine Kruste außen drum bildet, der Teig nicht so wegläuft. Ja, umso schneller der Teig da drumherum fest wird, umso besser ist das. Die Vorzüge des Frittierens hatten wir ja hier schon mal hervorgehoben. Natürlich machen wir das bei Zipgate ganz, ganz, ganz selten.
Ganze. Oh ja, cool. Ah, ja. Kleine Frittierreste. Finde ich auch immer geil. Ja. Lieber vorher rausholen, bevor sie schwarz sind. Weil ich könnte euch auch noch eine gebratene Nudel mit reinhauen oder den Reis. Oder ihr lässt es einfach so, während ihr im Brokkoli zuguckt, wie er frittiert. So, hier vorne haben wir unsere Hot Sauce. Genau. Die steht hier so rum. Ist heiß. Die ist jetzt schön heiß. Ja. Hat eine schöne Bindung. Ja. Und jetzt warten wir, bis gleich unser Brokkoli fertig ist. Gießen den ab oder holen den aus dem Öl raus. Lassen den kurz im Papier abtropfen, damit wir nicht so viel Fett haben. Schmeißen die Hot Sauce mit rein. Rühren das einmal schön durch. Und dann kommt das auf den Teller mit unseren super geil Krautsalat. Wie ihr den macht, wisst ihr ja schon. Wir haben jetzt den noch mit unserem Pickelform, der jetzt auch schon mit in der Soße auch drin ist. Pickelform. Auch reingemacht. Ein paar von den Pickels, Zwiebel und Sellerie sind auch mit am Teller. Ist mega geil, wenn ihr so einen Pickel zwischendurch mal reinbeißt. Genau, der bringt so einen anderen, so einen natürlichen Crunch mit. Auch fett Zwiebel noch mit reingemacht, ist auch schön. Sieht doch einfach sexy aus. Genau. Jawohl. Dann. Sehr geil. Sehr geil. So, also. Buffalo Wings. Die Methodik ist klar. Panieren, frittieren, abtropfen, anschließend mit heißer Soße vermischen, essen. Ne, ihr könnt es auch mit Blumenkohl machen oder mit einem Romanesco. Ist mal ein bisschen schwieriger, der nicht so lange Stiele, ne? Der hat lange Stiele. Wobei, ich mag gerne Stiele. Nicht so lange, sage ich wieder. Ach, nicht so lange. Jetzt nicht so der Chicken Wing Effekt. Ah, so meinst wegen des Chicken Wing Effekts. Genau. Okay, ja gut, okay. Der Wing Effekt. Aber wir wollen ja auch gar nicht diese Ähnlichkeit schaffen zu tierischem Produkt. Wir sind ja nicht Mühlenhof und machen jetzt hier Chicken Nuggets. So, ja, geil, geile so Farbe. So soll der aussehen. Sehr schön. Schön knusprig. So. Den lassen wir kurz abtropfen. In der Zwischenzeit schmeiße ich noch den restlichen rein. Damit hier nichts verkommt. Ja, wie halten die beiden ihre Figur bei dem, was die hier alles kochen und essen? Also der Christoph, der joggt jeden Morgen hier hin. Mit den Einkäufen von der Frau von der Wing auf dem Rücken. Genau. Genau. Und ja, ich habe hier so Fitnessprogramm morgens, halbe Stunde morgens, halbe Stunde abends. Muss halt die Kalorien müssen wir wieder runter. Genau. So. So. Abgetropft. Und so sollten sie sich anhören. Hört ihr das? Hört ihr das? Ja, ihr hört das. Ja. So sollten sie sich anhören. Jetzt haben wir unseren Brokkoli, jetzt geben wir unsere Soße dazu. Soße, keine Soße, kein Vergnügen, sagte unser alter Oberkellner immer. Nee, keine Tunke, kein Vergnügen, sagte er. Oh ja. 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 Dann mischen wir einmal schön durch. Ich würde ja jetzt sagen, guck, dass sie überall gleichmäßig benetzt sind, aber nee. Guck, dass sie überall nur ein bisschen benetzt sind und so eine Ecke haben, wo vielleicht keine Soße dran ist. So, das ist irgendwie auch das, was den Spaß von so einem Gericht ausmacht. Genau. Und jetzt, guck mal, hier schmeiß ich schon daneben. Gutes Zeug. Und fertig sind unsere mega geilen. Jetzt nicht ganz vegan, aber man könnte sie auch vegan. Wir haben die Butter drin. Aber mit Margarine wären sie natürlich komplett vegan. Buffalo Broccoli Wings. Mit einem Mühe, Krautsalat und Pickles. Ich glaube, da müsste jetzt eigentlich noch so ein Ranch Dressing mit dazu. So ein Blue Cheese Dressing. Ich glaube, dann wäre das eine ganz abgefahrene Nummer. Ihr Lieben, lasst es euch schmecken und gut, starten in die neue Woche. Ne? Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao.